So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Callisto-Protokoll. Und wir schlagen uns immer noch mit diesen ganzen blinden, uralten Viechern rum. Aber es wird... Das muss das Transportzentrum sein. Transportzentrum, das ist schon mal gut. Danger. So. Lass uns hier mal eben gucken. 2,7. Erstmal gucken, was wir verkaufen können. Ach ja. Ich erinnere mich. Wir konnten nicht viel verkaufen. Ich warte ja persönlich immer noch auf meinen ersten Bosskampf, ne? Das sage ich ja schon seit Folge 1. Dass bestimmt irgendwann irgendwo Bosskämpfe kommen. Bisher bin ich noch enttäuscht worden. Aber wenn ich mir so die Kreaturen angucke, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, will ich eigentlich auch gar keinen Bosskampf. Ich ganz ehrlich bin. Aber, na gut. Erhöht die Schleuderkraft. Ziel kann verletzt werden. Vielleicht sollten wir sowas mal machen. Weil das Schleudern, das ist eigentlich ganz geil. Weil wir dadurch Munition sparen, ne? Machen das mal. Ich finde, meine Waffen sind mittlerweile echt ausreichend. So. Jetzt machen wir das hier. Erhöht die Schleuderkraft weiter. So. Okay. Das können wir uns... Aufladerate. Ja. Die ist fertig. Und wenn hier... Okay, maximaler Schaden reicht eigentlich auch erstmal. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas kriegen wir noch. Mal gespannt. Aber das ist auch nicht viel, was man da verbessern kann. Automatikpistole brauchen wir erstmal nicht. Finde ich. Dinge, wir sind so erstmal... gut ausgerüstet. Alter, das wabert hier so eklig, ne? Ich habe nicht viel Skunk-Munition, habe ich gerade gesehen. Vielleicht sollten wir erstmal mit der... mit der hier weiterarbeiten. Bräuchte, wenn dann mehr Skunk-Munition, weil hier haben wir nicht mehr viel. Aber das wäre schon sinnvoll. Stay away from tracks, okay. Da sind ganz viele Kisten. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Das bringt mich wohl zur Kolonie. Hoffe nur, Dani ist dort. Iba. Schlüsselkarte. Ich die Schlüsselkarte nehme, gucke ich erstmal, was hier ist. Hä? Die sind alle nicht. Brauche ich die Schlüsselkarte, um diese Dinger zu... Guck mal, was eine Schweinerei. Guck mal, warte mal. Guck mal, jetzt sind die offen. Was ist das für eine Schweinerei? Schließe die Stromtunneltür auf. Ja, aber trotzdem, was ist das denn für ein... Was ist das denn für eine Verarsche? Hier geht's nicht lang. Gucken wir mal hier. War
das ist nicht geil. Okay, das ist alles nicht für mich verfügbar. Dann geht es hier eigentlich nur hin, um den, um die Schlüsselkarte zu kriegen. Das war alles. Aber da wird es bestimmt weitergehen irgendwann. Wer weiß, ob hier wieder neue gespawnt sind irgendwie irgendwann. Das ist so eklig hier. Schlüsselcode erforderlich. Ah, wo kriege ich den Schlüsselcode her? Ich dachte, ich habe die Karte. Das reicht. Ach, ich muss einfach drücken. Ach. Warum stand denn da nichts von X drücken? Ich wäre jetzt weitergegangen und hätte weitergesucht, ne? Ehrlich. Was für ein Quatsch. Lokalisiere den Stromreaktor. Alles klar. Das ist aber hier ein ganz schönes Matsche. Diese blinden Viecher, die können ja von überall kommen. Was? Hier war nur irgendwelches Gewaber. Was ist da hinten? Was ist jetzt wieder optional und was nicht? Geh mal hier lang erstmal. Wenn jetzt hier Feinde kommen, gehe ich erstmal wieder zurück. Hier werden Feinde kommen. Mal einen Überblick verschaffen über die Location hier. Oh, hallo. Oh, das war wichtig. Hier ist noch mehr. Warte mal. Da habe ich ja ein Rezept für. Aufstand, Flinten, Munition. Weg damit. Nimm Skunk mit. Ja, hier hat er gespeichert. Hier bin ich richtig. Das heißt, wir gehen zurück. Dann gehen wir den anderen Weg erstmal. Sollte ja eigentlich kein Viech kommen, ne? Okay, gehen wir hier lang. Dann gucken wir uns das erstmal eben an, was hier ist.
Vorsichtshalber schleiche ich mal, ne? Weiß nicht, you never know. Ah, hat sich gelohnt, hinzugehen. Diese Dinger. Sie haben alle getötet. Mein ganzes Team. Alle tot. Ich habe versucht, die alte Plattform neu zu starten, um zurück nach Arkes zu kommen. Aber es gab keinen Strom. Ich kann sie hören. Die sind überall. Sie kommen her. Dr. Mahler, wenn Sie das hier je hören, wussten Sie, was da unten vor sich ging? Wussten Sie davon? Ei. So, was haben wir hier alles? Ein Akku. Oh, Energieumwandler. Ah, okay. Den können wir auch zurückbringen, ne? Mal hier. Was haben wir los? Wir nehmen erstmal den Energieumwandler. Jetzt ist halt die Frage, was brauche ich da an Munition? Also Skunk ist schon wichtig. Automatikpistole kann eigentlich auch erstmal weg. Jetzt nehmen wir den Akku und gucken mal, ob ich den schon nutzen kann. Den könnte ich jetzt nutzen, aber ich weiß nicht, ob ich den vielleicht bald brauche. Automatikpistole kann ich auch erstmal. Die werde ich erstmal nicht nehmen. Nehme ich lieber nochmal Skunkflinte. Dann baue ich hier auch gar nicht mehr hin eigentlich. Weil das bleibt erstmal. Das lasse ich da liegen. Das ist hier gut gesichert. Und da bin ich einmal gelaufen und direkt höre ich wieder so ein Geräusch. Glaube ich halt nicht mehr. Ja, wollen wir eben einmal ganz kurz zurückgehen. Und die Sache verkaufen. What? Ernsthaft? Kumpel, echt jetzt? Okay. Was hast du denn jetzt her? Ja, direkt unsympathisch geworden. Er war aber noch nicht da beim letzten Mal. Das hätte ich gewusst, wenn der da war. Weil wenn der da gewesen wäre. Ich wäre ja schon heute vorbeigelaufen. So, verkaufen. Was hast du jetzt machen? Haben wir den Akku, aber jetzt gehen wir nicht. Das lassen wir es beschwert. So, wir machen das jetzt auch nochmal eben. Kann ich theoretisch auch zurückgehen? Und die Flinte holen. Theoretisch kann ich auch, da auch so eine Sache eigentlich, kann ich diese Munition ja auch verticken. Wenn du das mal ganz genau nimmst. Muss hier nirgendwo hinschmeißen. Kann ich aber ganz einfach verkaufen. Vielleicht mache ich das noch eben. Mal eben alles einmal aufnehmen hier. Dann gehen wir mal eben zurück und verticken das.
Da habe ich ja auch wieder einen Spot frei. Ich renne dann für diese eine Sache jetzt nicht nochmal zurück. Keine Panik. Aber... ich denke, das passt schon. Und dann können wir weitergehen. Ich meine, ne, das Ding ist ja, wenn du schon mal hier wieder so einen Automaten mal in der Nähe hast, dann musst du das ja auch irgendwie voll ausnutzen. So, verkaufen. Aufstandflinte. Aber ich will halt nicht alles von der Aufstandflinte verkaufen, ne? Verkauft der, ach, der verkauft direkt straight alles. Lass uns erstmal das hier verkaufen. Was ist das? Skunk, Skunk, Skunk. Ey, alles will ich von der ja auch nicht verticken. So, passt schon. Eine Sache erstmal verkauft. Jetzt gehen wir weiter. Besser einen Strom anstellen. Die warten ja auch nicht ewig auf uns. Wer weiß, was mit Dani in der Zeit passiert? Habe ich gelootet, ne? Ja, ich muss sagen. Okay, Stromtunnel. Dann gehen wir da mal hin. So. Da in der Ecke ist also nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Haben wir ja schon. Warum ist das Teil wieder da? Ist hier wieder neue Viecher? Nehmen wir jetzt erstmal mit. Was wir haben, haben wir. Na, dann quetschen wir uns hier durch. Hier war der Speicherpunkt. Gucken wir mal, was hier kommt. Ganz viel Action. Ganz viel Freunde. Oh. Hallo. Vier Stück. Ich müsste da hinten in die Ecke. Da könnte ich sie mir schnappen. Da ist dann auch immer einer alleine. Also ich habe jetzt nicht vor, gegen alle vier zu kämpfen. Ich will jetzt einmal mal gucken, dass ich mir die einzelnen schnappe. Wer ist da? Ja. Wird immer einer nach hier hinten kommen. So wie er. Bist ein ganz hübscher, ne? Bist du schön. Credits. Was ist das? Wir haben Munition, die ich brauche. Aufstand, Flinten, Munition loslassen. Ja, Munition für Automatikpistole. Super.
Ah, das wollte ich haben. Revolver. Okay. Er ist der Letzte. Was hast du denn? Was Credits dabei? Das ist sympathisch. Okay. Schön Munition gespart. Auch immer wichtig. Da oben ist... Hallo? Was ist das? Ja. Machen... Munition für Automatikpistole. Lassen wir mal los. Den werden wir jetzt mal eben nutzen. So. Aufstandflintenmunition. Ja, super. Nehmen wir erstmal mit. Wer weiß. Ach, Automatik nimmt er auch direkt mit. Naja, gut. Schwieriger Sack. Da einer. Ach, du kommst auch wieder hier hin. Das ist natürlich schön. Hier bin ich noch alleine. Warum kommst du denn hier hin? Hast du nicht da vorne dein Territorium? Hm? Was machst du denn hier? Ist auch ein ganz feiner bist du, ne? Alter, du torkelst aber auch ganz schön unvorhergesehen, ne? Ist auch gar nicht leise, ne? Ja, weil ich wieder diese scheiß Automatikpistole mitgenommen habe hier. Ich will den Akku. So. Hallo? Ah, du bist auch so ein Feiner, ne? Ach, hier ist noch einer. Was jetzt? Das gefällt mir. Die Position gefällt mir jetzt hier gar nicht. Warum? Ihr seid die ganze Zeit da vorne geblieben. Warum kommt ihr denn jetzt hier hin? Riecht ihr mich? Oder was ist das manchmal? Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal die sind dann wirklich, obwohl sie blind sind, doch auf einen fokussiert. Irgendeinem Grund. Oh. Oh, Sir. Gut, dass sie keinen Schritt nach vorne gemacht hat. Bleibst du da jetzt stehen? Drehst du dich nochmal um? Wenn du dich umdrehst, bist du tot. Kumpel. Mach jetzt hier kein Spiel mit mir. Dann gehe ich nochmal weg. Ach, jetzt kommst du wieder hinter mir her, oder was? Alter, du bist auch so ein Matschkopf. Ja, du hängst an deinem Kollegen. Da hängst du an deinem toten Kollegen, ne? Ah ja, genau. Das war gut. Na, guter Mann. War gar nicht laut, ne? Nein, nein. Hast du nicht mitgekriegt. Da ist eine Wand. Oh. War knapp, ey. Ja, da war schon halb wieder umgedreht. So, was hast du jetzt für mich? Credits. Nicht gut. Was hast du für mich? Credits. Ja, oh, war ja vollkommen zertrümmert. Mal gucken, ob hinter mir keiner gespawnt ist, ne? Das ist ja auch immer... Jetzt schon wieder drei? Was ist mit denen hier? Wo kommen die? Die kommen ja aus allen Löchern hier raus, ne? Hallo? Guck mal, ich mache euch Lichtzeichen. Hm. Ja, die... um die kümmern wir uns jetzt auch natürlich. Alles klar. Die kommen jetzt alle drei hintereinander hier hin. Das ist natürlich auch wieder stark.
Könnte natürlich auch an denen meine Flintenmunition einfach mal verballern, ne? Ich habe ja genug. Ja, komm mal hin. Oder dreh dich um. Ja, dann komm zu mir. Bleib stehen. Das war gar nicht laut oder so. Ja, je. Yeah. Wo ist denn dein Matschzwilling? Ah, da hinten, okay. Oh, oh. Matschzwilling kommt aber hinterher. Da ist er ja schon. Oh. Alter, beide direkt umgedreht. Was ist das denn? Ihr seid da hinten gespawnt. Warum lauft ihr überhaupt bis hier hinten hin? Gießt ja gleich den Kopf weg, ne? Wenn du jetzt nicht mal... Was soll das denn? Kumpel. Ja, so kannst du stehen bleiben. So ist gut. So stehst du wie dein Kumpel gerade. Das gehört übrigens auch nicht zur Lautstärke, ne? Gehen? Gehen ist laut. Zertrampeln ist leise. Bescheid. Du jetzt. Überlege, ob ich dich einfach mal mit der Flinte niederlege. Ich weiß nicht, ob danach noch ganz viele andere kommen. Weil hier spawnen ja extrem viele. Nicht, dass auf einmal hier 5 andere spawnen und ich dann gegen alle kämpfen muss. Das ist jetzt nicht so geil. Ach, ja, du. Ich denke, du gehst weg. Und dann drehst du dich doch wieder um. Ja. Das. Aber schon viele hier. Das Gute ist, die geben alle Credits. Das ist wichtig. So. Umreaktor. Ah, Speicherpunkt. Sehr gut. Mal wieder zurückgehen. Hinter uns ist keiner gespawnt. Also erstmal nur ihn. Okay, hinter mir ist ein Stein, da konnte ich nicht zurückgehen. Da hier so Rohre. Dann warten wir, was er macht. Er ist ja... Alter! Was war das denn für ein Richtungswechsel? Ja, er steht da, sein Mann, ne? Ich kann nicht an ihm vorbei. So, Kumpel, jetzt bist du dran. Ja, nochmal ein bisschen Aufstand, Flinte. Warum nicht? Weißen wir hier gleich weg. Oh, Kumpel, zu dir muss ich hin. Zu dir ist Loot. Ach, guck er, guck an. Er steht einfach random da. Oh nein. Oh nein, sie stehen nicht einfach alle hier. Oh, oh, er hat den Flatterkopf. Oh, er hat Buggy Flatterkopf. Jetzt nicht mehr. Ich vermute ja mal ganz stark, dass ich da die Treppe hoch muss, ne? Erstmal hier lang. Du bist aber tot, ne? Ja. So, jetzt hauen wir mal eben Aufstand, Flinten, Munition. Die lassen wir los. Nehmen den makellosen Energieumwandel. So, ja, die kannst du eigentlich nur killen, indem du sie gegen die Dinger wirfst, oder? Sag mal ehrlich.
Das kommst du da gar nicht rein. Doch, vorbei kommst du da schon. Ah. Ich kann die nur von hinten abstechen, ne? Einen nach dem anderen aufgereiht und aufgenagelt. Da. Das. Brauchen wir Munition, Automatik, Aufstand, Flinte, Ballisto-Credits, das brauche ich. Okay, falls ich gleich nochmal Munition brauche, weiß, wo ich hin muss. Aber hier mein Akku. Müsste mal wieder gefüllt werden. Können wir hier auch was mitnehmen? Ja. Okay, wir haben Speicherplatz. 33 Minuten. Machen wir noch hier ein bisschen weiter. Aber wir müssen da hoch. Oh, Automat. Du bist viel. Du Mistvieh. Du dreckiges Mistvieh. Die Tür hat mich gerettet. So, verkaufen. Makelloser Energieumwandler. Was ich jetzt mal mache, jetzt verkaufe ich mal diese ganzen Aufstandflintenmunition. Und Automatikpistole. So. Nehmen wir das mal eben. Gucken wir erstmal, was hier drin ist. Ballisto-Credits. Ballisto-Credits. Aufstandflintenmunition. Jetzt gehe ich nochmal eben zurück. Loote die Kollegen, die hier vor der Tür waren. Guck ich mir mal eben ganz kurz mein Inventar an. So, da habe ich immer noch Schuss, da habe ich noch Schuss. Okay, das passt alles. Was ein Drecksviech, ey. Wartet das direkt hinter der Tür. So, wir haben schon wieder 1600. Das ist eigentlich ganz gut. Gunk, Skunk. Ausstandflinte. Werde ich auch noch aufnehmen. So. Ich brauche ein bisschen Platz. Aber sonst ist hier nichts. Ja, weißt du was, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann stellen wir die Stromversorgung wieder her. Da müssen wir mal gucken. Dann müssen wir auch noch mit dem Reaktor da wieder zurück und dann damit fahren. Ja, wird bestimmt auch eine lustige Fahrt werden. Falls ich da überhaupt fahre oder nur irgendwas anstelle und dann wieder gehe. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Ja, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.